Willkommen, meine Lieben. Ja, ich habe ja meine Umfrage gestartet und Crusader Kings 3 ist ja ganz weit vorne. Nicht erschrecken, das ist hier noch die alte Version. Warum zeige ich die alte Version? Ganz einfach, weil ich die so toll bearbeitet habe. Hier gibt es so schöne Sachen, die ich hier verändert habe. Zum Beispiel Kassel habe ich größer gemacht und all so eine kleinen Scherze. Ja, das mache ich heute nicht, damit ich hier jetzt lustig spiele, sondern um, ja, mal zu klären, was machen wir da überhaupt, ne? Also ich habe ja dann, ich würde ja dann das Neue spielen. Ja, das können wir natürlich ganz normal spielen. Oder wir können irgendwelche Scheiße machen. Oder ich zeige euch, wie ich das hier gemacht habe, wie ich hier bestimmte Sachen verändert habe. Zum Beispiel seht ihr hier die Kaiserpfalz von Aachen. Die steht hier. Ja, normalerweise steht die Kaiserpfalz von Aachen in Aachen. Wer hätte damit nur rechnen können? Ja, alles so eine kleine Scherze, die ich hier reingebracht habe und geguckt habe, was kann ich so letztendlich machen. Ich glaube, in Wien steht auch so eine kleine Moschee. Ja, so eine Freitagsmoschee, die hat keinen Moschee-Effekt. Sie ist einfach nur da, damit sich da die Entwicklung etwas verbessert. Und ich wollte halt Wien ein bisschen stärken, buffen. Das zählt auch für Krakau, glaube ich, in Moskau, wenn ich es jetzt hier irgendwo finde. Da ist es. Ja, hat zum Beispiel auch so eine Freitagsmoschee einfach dazu bekommen. Ja, kann man einfach mal einstellen. So, dann bin ich natürlich Vater der Eugenik hier geworden. Ja, wer Eugenik nicht kennt, ist ganz einfach gesagt, gesunder Körper oder gesunder Geist im gesunden Körper, so rum ist richtig. Ja, ich habe ihm dann hier so Eigenschaften verpasst, wie er ist fruchtbar, habe diese Eigenschaft an sich noch verändert, habe da nochmal reingetan, dass ich da nochmal Lebenserwartung länger habe. Dann habe ich ihm Riese gegeben und das und Genie und ja, natürlich, ist ja sicher, na klar, hast du nicht gesehen, genau. Ja, gut, die hat er vorhin so bekommen, aber mit dem Jäger habe ich auch angefangen. Ja, der Mann ist der übelste Krieger, er ist the one and Only Mr. Perfect, ne, der wird über 100 Jahre alt. Das könnte ich übrigens auch noch einstellen. Ich glaube, 100 ist Max. Ja, und ich würde auch, glaube ich, so um die 100 werden. Ah, natürlich, beste Eigenschaft, gierig, 15% mehr Einkommen. Könnte ich auch auf 1000% erhöhen, wenn ich will. Ich bin der Senat. Ich kann hier alles verändern, machen, tun. Ja, es gibt so Sachen, die ich noch nicht rausgefunden habe und gerne noch hinkriegen würde wollen. Vielleicht kennt sich ja jemand besser aus als ich. Ja, also ich habe ja meinen eigenen Glauben erstellt. Das kann man ja im Spiel machen, ist kein Problem. Da habe ich mir einfach zum Anfang hier 5000 Förmlichkeit gegeben und habe gesagt, läuft, Digga, noch ein bisschen Geld dazu. Ich glaube 50.000, damit habe ich angefangen. Ja, habe ich mir einfach mal so reingetan. Ja, ich würde ganz gerne die Heiligenstätten verändern, weil manche, ja, liegen ganz gut beieinander. Manche liegen halt eben sehr nah hier und andere sind wiederum in Ländern, da wo das nie passieren wird. Deswegen würde ich diese ganz gerne, keine Ahnung, irgendwo hier hinten hin tun in Finnland. Das weiß ich leider noch nicht, wie ich das verändern kann. Das war irgendwie ein bisschen schwierig. Da hat mir das Spiel dann immer gesagt, nee, das stürzt sich ab, das ist mir zu hart, Roland. Also jetzt hören wir mal auf hier. Ja, also ich habe hier ganz viele kleine Späße gemacht, Kulturen verändert und hast du nicht gesehen. Die größten Veränderungen sind, glaube ich, dass ich hier dann die Reiche verändert habe. Ich habe hier die Bretagne größer gemacht, Wales habe ich größer gemacht. Ja, dann habe ich hier was verändert, da was angepasst, hier was gemacht und da. Man sieht es ja, dass hier alles ein bisschen anders ist als normal. Ja, auch wenn wir hier in die Kaiserreiche gucken, Italien. Ich glaube, Sizilien gehörte noch zum Byzantinischen Reich. Das habe ich vergrößert und ich kann mich hier dumm und dusselig quatschen. So viel habe ich hier getan und gemacht. Ja. Auch Geländeveränderungen hier ist bei mir ist alles fruchtbares Ackerland. Auch diese Eigenschaften könnte ich verstärken. Ja, und genau das, ne, könnte ich auch euch hier zeigen, wen es interessiert, ne, wie man das verändert, wie man sich hier seine eigenen, ja, Häuser erstellt, quasi schon von Anfang an. Ja, so. Ich habe mir auch meinen Ehepartner erstellt, natürlich ganz zufällig mit perfekten Eigenschaften, ja. Aber wir können auch jede Menge Scheiße machen, das geht natürlich auch. Ja, ich kann hier mit irgendeinem Land anfangen oder mit einem großen Reich und das richtig schön verkacken, indem ich, keine Ahnung, nur negative vererbliche Eigenschaften hier nehme bei der Heirat arrangieren, wenn ich mir dann irgendwen hole. Ja. Und suche mir dann hier nicht einen von meinen perfekten Kindern raus, sondern irgendeine Frau, die hässlich ist, verkrüppelt oder irgendwie so. Also irgendein Scheiß, wo man dann echt denkt, Junge, der behinderte, wahnsinnige Krüppel hat ja das Kommando. Ja. Also quasi das Gegenteil von der Eugenik. Ich weiß gar nicht, gibt es da eigentlich ein Wort für Anti-Eugenik? Keine Ahnung. Müsste ich jetzt
Ja, müsste ich mal echt gucken, was es dann so gibt. Ja, es ist halt eben schön, hier die Sachen zu verändern, weil wenn man es mal durchgespielt hat, ist es irgendwie ja langweilig, wenn man denn nicht mal hier seinen eigenen Einfluss mit reinbringt. Ich bin Roland der Wilde. Wie sie alle Wilde heißen, ist das schön. Er hat schon was. Naja, auf jeden Fall kann ich das dann auch beim anderen mal durchziehen. Ja, das zählt für alles Mögliche hier. Entweder ich erkläre was oder wir bauen hier mal irgendeine Scheiße. Ich kann auch ganz normal spielen. Ja? Ja, bei diesem eigenen Glauben bin ich noch nicht ganz klar gekommen und weiß noch nicht, wie das hier funktioniert. Also ich habe hier mir meinen eigenen Glauben erstellt, da wo ich dann die Bischofstümer hier selber, ne, das Bistum einfach, dass es weltlich ist und dass ich das einnehmen kann. Also dass das quasi als Burg zählt quasi. Das ist recht praktisch. Außerdem kann ich hier immer bestimmen, wann hier wer was einnimmt. Man sieht auch, ich habe hier eine Domäne von 27. Das liegt daran, dass ich mir beim Hauptbuch erstmal einen fetten Daumen reingedrückt habe. Ich hätte das Ding auch auf 1000 stellen können. Ja, ich kann hier. Also die meisten Sachen kann ich hier super verändern. So, jetzt kommt eine Frage für die Fachmänner. Ach, ich amüsiere mich immer so gerne. So, wir sehen hier Sachsen-Anhalt. Ah, das sieht man da nicht so schön. Ja, und hier liegt Braunschweig, Stendal, Magdeburg, Dessau, Mansfeld und Blankenburg. Und hier zwischen war mal was. Was fehlt denn da? Ja, ich habe Halberstadt rausgenommen. Ja, auch den Spaß habe ich mir gegönnt. Weil mir sind einfach so ganz kleine Provinzen zuwider gewesen, die immer bloß so zwei, Dessau hat zum Beispiel bloß zwei Plätze gehabt und da habe ich gedacht, naja, komm, wenn sie drei hat, ist doch cool. Ja, das hatte ich ja hier in meinem Reichsheim, in der Reichsburg, bei meiner Reichskirche. Du bist sehr originell, Roland, ja, ich weiß. Und ich bin ein kleiner Pädophiler, ich heirate nachher mit 80 bestimmt noch mal eine Sechsjährige, einfach nur so, weil ich es kann. Machst du nicht, mach da doch. Nein, doch. Oh. Ja, hier kann man auch ganz spezielle Neigungen ausleben, wenn er möchte. Von Sadismus bis alles Mögliche. Ja, ich glaube, jetzt habe ich so ziemlich alles gezeigt und gemacht und getan. Was ich noch nicht ganz rausbekommen habe, wie ich einstellen kann, dass ich mehrere Herzogtümer drin habe, ohne einen Malus zu bekommen. Also, wenn ich jetzt ein drittes hätte, würde das nicht funktionieren. Ja, da würde ich dann Minus drauf bekommen. Da weiß ich noch nicht ganz, wie es funktioniert. Aber ich glaube, das können wir, ja, wie Senator Palpatine sagt, das Spiel zu überlisten. Okay, nicht dieselben Worte, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, aber dass wir gemeinsam des Rätsels Lösung auf dem Grunde kommen. Ja, gut. Also entscheidet euch, ja, wenn ich das spielen soll. In welche Richtung soll es gehen? Ja, ich kann ja mal gucken, ob wir das dann so handhaben, dass ich jeden zweiten Tag nur so eine kleine Folge mache oder einen Tag eben eine etwas größere. Das müsst ihr dann auch mitentscheiden. Das sind alles so eine Sachen, die wir da machen können. Weil wenn wir das jetzt, sag ich mal, in einer bestimmten Serie hier spielen, wenn wir hier eine Serie machen, würde ich euch ja auch ganz gerne mit dabei haben. Quasi, dass hier ein paar Entscheidungen dann auch mittrifft. Ja, mit wen heirate ich? Die hässliche Kröte aus Burgund oder die hübsche Prinzessin aus, keine Ahnung, hier Byzanz. Ja, gut, das gibt's hier noch nicht, aber wir arbeiten dran. Ja, das sind dann so Sachen, die ich dann gerne mit euch entscheiden würde. Das kann dann halt dazu führen, dass manche Folgen, ja, dumm laufen. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Da muss man dann gucken, ob ich dann jeden Tag. Aber manche Sachen kannst du ja im Vorlauf machen. Da muss man echt gucken, wie es funktioniert. Ja, vielleicht muss ich dann jeden Tag ein Video hochladen, aber eben halt nur 10, 15 Minuten, so dass ihr dann auch Einfluss auf das ganze Spiel nehmen könnt. Und dann, ja. Also wie gesagt, das ist hier mein Spielstand gewesen. Wir spielen dann auf dem Original natürlich. Ja, das kann man natürlich auch verändern, wie gesagt. Ja. Überlegt's euch. Und dann fangen wir, wenn es gut läuft, Freitag an.